jetzigen Panel geht es um die Algorithmen im Journalismus. Und ich wurde gebeten, Sie nochmal darauf hinzuweisen, wir haben jetzt ein kleines Kennenlernspiel für Sie ausgesucht. Und zwar, wenn Sie auf Ihr Namensschild gucken, dann stehen da drei Hashtags. Und es wäre total super, wenn Sie Lust haben, da Ihre Keywords draufzuschreiben, sodass man leichter ins Gespräch kommt und leichter zum Netzwerk kommt. Ich weiß, es ist jetzt ein bisschen schwierig, wenn man es schon da dran gepackt hat, aber ich bin mir sicher, wir kriegen das hin. Okay. Die Hashtags unserer Gäste werde ich Ihnen auch gleich vorstellen. Vorab möchte ich noch kurz sagen, dass Frau Professor Katharina Zweig leider nicht kommen konnte. Wir freuen uns sehr, dass uns stattdessen Dr. Bernhard Rieder als Technikexperte unterstützt. Und wir haben jetzt bis 17.15 Uhr Zeit. Wir werden das Video so machen, dass wir die erste Dreiviertelstunde versuchen, auf das Panel zu konzentrieren. Und dann öffnen wir gerne wieder Fragen ans Publikum. Und unser Hashtag ist immer noch TOA16, T-R-O-A-16, wir sind immer noch auf Platz 4. Ich bin zuversichtlich, dass wir das noch hinkriegen mit dem Trending Topic. Und nach 17.15 Uhr werden dann Herr Professor Schulz und Herr Professor Böhmann die Veranstaltung noch einmal für uns zusammenfassen. Und dann geht es weiter mit einem gemütlichen Ausklang mit Getränken am Ende, wo Sie dann gerne auch nochmal weiter Fragen stellen können. Ja, auch bei uns auf der Bühne sitzen heute ganz außen rechts Marco Maas. Er ist Datenjournalist und Inhaber von Open Data City. Und er hat gerade ein ganz großes Google Grant gewonnen. Das wird er uns gleich mal erzählen. Seine Keywords sind Digital Storytelling, Daten, Teacher, Mathematik, Medienjunkie, Serienjunkie und menschlicher Gegenalgorithmus. Herzlich willkommen. Daneben sitzt Dr. Bernhard Rieder. Er ist Associate Professor für New Media and Digital Culture von der University of Amsterdam. Herzlich willkommen. Dr. Riebke Losen ist Journalismusforscherin am Hans-Bredow-Institut für Medienforschung. Und ihre Keywords sind... Oh, ich habe deine Keywords vergessen. Kannst du die mal bitte kurz selber sagen? Entschuldigung, ich habe die hier nicht stehen. Also ich habe jedenfalls... Mit Mikro gesprochen. Also hier steht Software, Machine Learning und Digital Methods. Also muss es stimmen. Vielen Dank. So, Dr. Wickelosen, Ihre Keywords sind Transformationsprozesse, Journalismus, Internet, soziale Medien, Algorithmen und Methoden empirischer Kommunikationsforschung. Und neben mir sitzt Dr. Jan-Ole Püschel. Er ist Ministerialdirigent und leitet die Gruppe K3 Medien und Film Internationales bei der Beauftragten für Kultur und Medien der Staatsministerin Monika Grütters im Bundeskanzleramt. Und seine Keywords sind Medien, Politik, Ministerium, Regulierung. Herzlich willkommen. Vielen herzlichen Dank. Ja, Frau Dr. Losen, können Sie uns einmal erklären, was sind denn aus Ihrer Sicht algorithmische Entscheidungen und gibt es da eventuell drei Bereiche im Augenblick im Journalismus, die Sie hervorheben sollen? Mit Mikro gerne. Also ich fange mal bei den drei Bereichen an, das fällt mir ein bisschen leichter. Wir haben ja schon im ersten Teil gehört, dass es da unterschiedliche Vorstellungen davon gibt, was ein Algorithmus ist. Und in Sozialwissenschaften benutzen wir das häufig eher als Chiffre oder Metapher für diese starken Veränderungsprozesse, über die wir heute Vormittag gesprochen haben. Und jetzt weitersprechen. Und aus der Sicht des Journalismus würde ich sagen, sind es eigentlich so granulares drei Dinge, die da interessant sind. Also zum einen der Algorithmus, die Datafizierung der Gesellschaft als Berichterstattungsobjekt. Also wir alle lesen mittlerweile, oder es ist schon zur Routine geworden, dass dieses Thema nicht nur in den Feuilletons, sondern eigentlich in allen Ressorts behandelt wird. Das heißt, es ist ganz wichtig für Journalistinnen und Journalisten, in diesem Thema auch fit zu sein, darüber berichten zu können, als ein zentrales Thema, das alle gesellschaftlichen Bereiche betrifft. Also ja nicht nur den Journalismus, über den wir jetzt gerade sprechen, sondern wir haben so Sachen gehört wie Predictive Policing, Versicherung, selbstfahrende Autos und so weiter. Also das ist uns als Rezipientinnen und Rezipienten eigentlich täglich präsent, dieses Thema in den Medien. Zweitens, Algorithmen, Datenjournalismus ist ein Bereich, der ganz nachhaltig Arbeitsweisen im Journalismus selbst beeinflusst. Denken wir beispielsweise daran, dass Journalistinnen und Journalisten immer mehr Daten über ihr Publikum zu
zur Verfügung stehen. Da versuchen sie irgendeine Form von Sinn draus zu ziehen. Ja? Das waren früher mehr Quoten, Einschaltquoten und Verkaufszahlen. Und mittlerweile ist das ein ganzer Strauß von verschiedenen Arten von Daten, auch auf ganz unterschiedlichen Aggregationsniveaus, von einzelnen Hashtags, von einzelnen Tweets hin zu immer noch Quoten oder Klickzahlen oder was weiß ich, also eine ganze Palette. Und drittens die Frage, der Algorithmus oder Plattformen, wie Algorithmen eingebaut in Plattformen wie Facebook oder Suchmaschinen, wie weit erfüllen die zum Journalismus funktional äquivalente Leistungen. Ja? Also das sind drei ganz unterschiedliche Aspekte rund um dieses Thema, die aber alle für den Journalismus wichtig sind und wo sich Journalistinnen und Journalisten und Medienunternehmen natürlich fragen, inwieweit grenzen wir uns da ab? Und Facebook will ja auch gar keine Medienorganisation sein, aus guten Gründen. Naja, weil da natürlich jede Menge Verantwortung, andere Regeln, andere Formen der Regulierung mit verbunden sind. Ne? Andere Rechten und Pflichten natürlich. Marco Maas, was gibt es denn zurzeit so für Algorithmen im deutschen Journalismus? Was muss man da so kennen oder was sind die neuesten Trends? Kannst du uns da mal ausklauen? Also ich glaube, was gerade ein bisschen durch die Medienszene gereicht wird, sind so Unternehmen wie zum Beispiel Spectrum, ist einer der Dienste, die versuchen, den Journalismus zu lösen von der Plattform und sie in Chat-Systeme wie WhatsApp, Facebook und Facebook-Chat und Messaging-Systeme reinzugeben. Also zu sagen, wir bringen den journalistischen Inhalt zum Nutzer hin und optimalerweise dann zu der Zeit an dem Ort, an dem man das gerade rezipieren kann. Das zweite wären so Geschichten, das wäre ein anderes Unternehmen, was von Quartz, so ein US-Dienst, inspiriert ist. Die heißen Resi und was die machen ist, dass sie in einen Chat-Dialog mit dem Nutzer treten und ihm eine kurze Information geben und fragen, willst du mehr wissen? Und dann sagt man ja und dann bekommt man noch mehr zu sehen und vielleicht noch ein lustiges Bild dazu. Also neue Metaphern der Kommunikation und das Ganze natürlich dann auch im Hintergrund algorithmisch analysiert. Mit wem rede ich da? Rede ich mit einem 18-Jährigen anders als mit einem 65-Jährigen? Was kann ich über diese Menschen rausfinden? Das sind so, glaube ich, die großen Trends und natürlich das, was wir machen. Das ist ja ein guter Teaser, das frage ich dich gleich nochmal. Wir heizen die Spannung noch ein bisschen. Okay. Herr Dr. Glieder, wir gehen das technisch. Wie baut man das da ein? Diese Algorithmen, sodass mir die Nachrichten so bereitgestellt werden, wie die, wenn ich jetzt gerade 3 Minuten Zeit habe und ich möchte gerne zu dem und dem Thema was wissen, wie geht das? Wie erkennt der mich? Naja, da gibt es natürlich jetzt unterschiedliche Situationen. Also eine Suchmaschine ist natürlich jetzt nicht dasselbe wie ihr Facebook Newsfeed. Und da kommen auch wirklich andere technische Prinzipien zum Einsatz. Was vielleicht jetzt interessant zu unterscheiden ist, ist, man könnte sozusagen weniger über Algorithmen sprechen, sondern eher über vielleicht mal Entscheidungsmodelle in diesem Kontext. Ja, und ein Entscheidungsmodell für das, was zum Beispiel in meinem Newsfeed auf Facebook auftaucht, könnte man natürlich direkt festlegen. Da könnte jemand sagen, naja, okay, jeder Post, der zumindest 10 Likes oder Comments erhält, kommt dann auch bei mir an. Ja? Und das ist eine relativ quasi einfache Prozedur und naja, die könnte man auch relativ schnell verstehen und die könnte man dann auch relativ einfach kritisieren. Da könnte man sagen, naja, sollte das nicht 15 sein oder 20. Andererseits, und das ist ja schon auf dem letzten Podium angeschnitten worden, ist die Frage der Personalisierung immer stärker. Und hier kann ich natürlich plötzlich ein komplett anderes Prinzip implementieren, über zum Beispiel ja, bestimmte Formen von künstlicher Intelligenz, wo man sagen kann, naja, jetzt weiß ich zumindest auf Facebook ziemlich gut, auf was ein bestimmter Nutzer in seiner Facebook-Geschichte stark reagiert hat. Was könnte reagieren bedeuten? Selbst kommentieren, lesen, klicken und so weiter. Und, naja, und dieses Prinzip kann man dann gebrauchen, um zu sagen, naja, die Faktoren, die für diesen Nutzer zu höherem Nutzungsverhalten geführt haben, ja, die mache ich jetzt quasi zu den Entscheidungsmechanismen. Ja, und das bedeutet quasi, dass die spezifischen Kriterien eigentlich emergent sind und sich aus dieser Relation zwischen Content und Nutzer ergeben. Also das ist mal sicher ein wichtiger Bereich.
Oder so kann ich das vorstellen. Ich würde noch vielleicht einen vierten Punkt hinzufügen, den wir, glaube ich, manchmal ein bisschen vergessen im Journalismusbereich. Und das ist die Platzierung von Werbung. Weil schlussendlich die meisten, natürlich gibt es noch große Redaktionen, die machen selbst einen Werbevertrag mit Fritz Cola. Ja. Fritz Cola ist eine Firma, glaube ich. Deine Viva con Aqua machen den Vertrag mit Viva con Aqua. Ah, okay, Viva con Aqua. Ja. aber sehr viele, gerade kleinere Medien, schalten nicht selbst Werbung, sondern schalten Werbenetzwerke. Ja, und das bedeutet, dass die Werbung eingegeben wird in sowas wie DoubleClick oder AdSense und dann von einer Firma, und da ist wiederum Google der Marktführer, auch global, korrekt platziert werden. Ne? Und das ist quasi ein weiterer Vektor, wie Journalismus sehr stark mit Algorithmen in Verbindung zu bringen ist. Eine Frage muss ich dazu noch nachfragen, entschuldige. Sie forschen ja, Sie entwickeln Software, mit der Sie zum Beispiel Facebook Newsfeed auslesen können, ist das korrekt? Ja, jetzt nicht mehr, weil Facebook seinen Newsfeed über seine technische Schnittstelle nicht mehr zugänglich macht. Also hier gibt es dann wirklich die Frage auch, wir können uns natürlich darüber unterhalten, welche Kriterien da anzuwenden wären oder vielleicht angewendet sind, aber wirklich empirisch beforschen, welche Inhalte bei welchen Usern in diesem Newsfeed dargestellt werden, ist heute eigentlich wirklich sehr, sehr schwierig. Und es war vor 2 Jahren noch leichter. Herr Dr. Fischel, wenn Sie das hören, klatscht Ihnen dann die Hüfte? Nein. Warum nicht? Weil ich grundsätzlich da zurückhaltender bin. Natürlich verfolgen wir das sehr aufmerksam, gerade wenn man solche Mechanismen im journalistischen Bereich sieht, wie Informationen zu den Usern kommen. Aber als allererstes sehen wir auch, dass es eine sehr breite Debatte ist mit sehr unterschiedlichen Positionen und dass wir einen großen Bedarf tatsächlich im Moment zumindest noch haben, uns Wissen zu verschaffen, selbst, also als Regulierer oder als jemand, der dann Regulierung mit anstößt, wie diese Mechanismen funktionieren. Wenn Sie jetzt sagen, vor 2 Jahren war es noch möglich, diese Prozesse zu analysieren, dann würden wir natürlich schon gerne wissen, hat sich nur der Zugang sozusagen verändert zu diesen Mechanismen oder auch tatsächlich ein Mechanismus selbst, der dann tatsächlich anders funktioniert und vielleicht anders geben würde, ist mir doch die Hufe platzt. Aber wir sehen vor allen Dingen, dass wir einen Bereich haben, wo wir zum Beispiel beim ISA erhöhtes Maß an Transparenz benötigen, an Kenntnissen, dass wir Beteiligung vielleicht einfordern können im Sinne von Prozessen, aber weniger sozusagen gleich mit der Keule kommen müssen, um bestimmte Dinge von vornherein klarzustellen. Ich glaube, dazu wissen wir im Moment zumindest noch zu wenig. Stichwort Transparenz, ich muss da nochmal kurz nachhaken, bevor wir auf den Teaser nochmal zu sprechen kommen. Stichwort Transparenz, wie wichtig ist denn das Thema Algorithmen im Bundeskanzleramt? Wird das täglich diskutiert? Ist das heutzutage schon so ein Standardthema oder wird da täglich gesagt, also müssen wir jetzt mal was unternehmen? Also zumindest werden auch im Bundeskanzleramt Algorithmen täglich benutzt. Das ist erstmal ein Geständnis, was glaube ich nicht überraschend ist. Aber was auch wichtig ist, dass natürlich jeder von uns ganz normal auch Google zum Beispiel ganz überwiegend benutzt, um sich Informationen zu beschaffen. Insofern tatsächlich erstmal ein gewisses Grundverständnis auch bei uns da ist, wie diese Prozesse funktionieren und dass sie aber auch ganz normal sind. Und dass sie auch notwendig sind, wir hatten das auf dem ersten Panel gehört, dass es ja erstmal grundsätzlich etwas sehr Positives ist, dass wir Instrumente an die Hand gestellt bekommen, wie wir dieser Informationsflut Herr werden. Das zweite ist dann tatsächlich, ob diese Instrumente tatsächlich ihren Zweck erfüllen und ich sie verstehe, sodass ich sie auch nach meinem Interesse einsetzen kann. Aber natürlich ist darüber hinaus die Debatte im Sinne auch einer konvergenten Medienordnung auch beim Thema Algorithmus nicht stehen geblieben, sondern geht auch darüber hinaus. Wir haben ja die Bund-Länder Medienkommission gehabt, mit der wir uns gerade mit diesen Mechanismen beschäftigt haben. Wir hatten das Gutachten von dem Professor Pluto Schulz als Grundlage und haben uns natürlich auch mit Algorithmen beschäftigt und insbesondere natürlich auch im Kontext mit unseren Kollegen von den Ländern, weil wir natürlich die Medienordnung primär auch durch die Länderseite vorgegeben ist und dort in der Zuständigkeit liegt. Aber wir haben uns eben gerade keinen Schlag im Schuh gemacht und gesagt, das machen die Länder mal alleine, weil wir natürlich sehr stark die Verlinkung auch sehen zu den Themen, die auf Bundesebene auch sozusagen täglich dann auch bearbeitet werden. Also sei es jetzt Kartellrecht, also die ganzen Marktmechanismen, aber eben auch das Zusammenspiel zwischen Markt und meinen dann am Ende. Dr. Rieder, hilft Ihnen das weiter? Also Sie sitzen ja nur in Amsterdam, das ist jetzt nicht im direkten
direkten Zugriff, aber fordern Sie mehr Transparenz, würden Sie sich da mehr wünschen? Ja, das Wort Transparenz, ich liebe es nicht, weil es diese Idee quasi von kompletter Nachvollziehbarkeit suggeriert. Und ich weiß nicht, ob Sie Ihre eigenen Handlungen komplett nachvollziehen können. Ich oft nicht. Ja. Nachhinein können wir natürlich alle viele Dinge rationalisieren, aber wir haben es auch dauernd mit Dingen zu tun, die nicht transparent sind. Und ist auch weitgehend okay. Ich glaube, es gibt wirklich zwei Probleme in der ganzen Sache. Das eine ist, ja, es ist natürlich sehr gut, gewissermaßen Auswirkungen leichter beobachten zu können. Also das wäre wirklich sehr hilfreich, überhaupt erstmal festzustellen, gibt es da überhaupt ein Problem? Besteht da ein Problem? Gibt es Gründe einzugreifen? Und das zweite Problem, und das macht das Ganze natürlich viel harscher, wir können zum Beispiel sagen, ja, ist die Berliner Zeitung transparent? Wissen wir, warum die über dieses Thema berichten? Wissen wir, warum die Berliner Zeitung dieses Thema auf die erste Seite tut und dem so viel Platz gibt? Naja, wir können schon fragen, aber ganz einfach ist das nicht. Die Sache ist die, es gibt nicht nur eine Berliner Zeitung, aber es gibt schlussendlich fast nur noch ein Social Network. Und das macht es zum großen Problem, weil wenn jetzt quasi sehr, sehr viele alternative sozusagen Quellen hier wären, zumindest für diese Art der Propagation von Information, würden wir viel weniger über quasi diesen Newsfeed-Algorithmus reden, ja? weil wir wüssten, naja, okay, da gibt es halt den, da gibt es den, da gibt es den. Aber ich glaube, die Monopolsituation macht diesen ganzen Fragebereich noch einmal ja, einfach relevanter und urgenter. Vielleicht ein Punkt, also warum ist die Meldung die Nummer 1 auf der Titelseite der Berliner Zeitung? In der Tat wissen wir das ziemlich genau, warum das so ist. Das machen wir nämlich seit ein paar Jahrzehnten in der Kommunikationswissenschaft, dass wir genau diese Frage untersuchen. Also warum sind die Nachrichten so, wie sie sind? Und das ist ja kein Zufall, dass sich darum eine ganze wissenschaftliche Disziplin kümmert, weil das extrem wichtig ist für uns in der Gesellschaft zu wissen, wie kommen die Nachrichten zustande, weil das ja eben ganz voll, also überwiegend die Quelle ist, über die wir unser Wissen beziehen, was draußen in der Welt passiert und was jenseits unseres direkten Zugriffs ist. Und diese Frage, die stellen wir jetzt auch an Algorithmen oder an die Systeme, in denen sie eingebaut sind, nämlich weil sie ähnliche Funktionen erfüllen mittlerweile, wie der Journalismus auch. Und insofern wird uns das wiederum ein paar Jahrzehnte kosten, um genau an den Stand der Kenntnis zu kommen, den wir jetzt mit dem Journalismus haben. Denn, wie gesagt, da können wir relativ gut sagen, warum wählen Journalisten und Journalisten dieses Ereignis als ein anderes nicht und wodurch unterscheiden sich die Medien. Ne? Aber das ist eben, das sieht man eben daran, gibt es eine ganze Disziplin dazu, nichts, was man an einem Nachmittag beantwortet. Vielleicht dazu noch in Ergänzung, ich würde noch einen Schritt tatsächlich davor anfangen und sagen, was zumindest der Unterschied ist, dass ich bei der Berliner Zeitung weiß, wer es entschieden hat. Also ich habe eine journalistische Verantwortung, ich habe eine Redaktion, ich habe ein Impressum. Das habe ich bei den Intermediären überwiegend nicht. Die sagten vorhin ja zu Recht. Hast du Intermediäre nochmal? Oder Mittler, wir können es auch am klassischen Beispiel sozusagen der Suchmaschinen bewerten lassen, also mit Empfehlungsfunktionen oder Auswahlfunktionen ausgestattete Algorithmen, die einen Zugang zu Informationen oder zu Content überwiegend Dritter sozusagen gewährleisten. Vielleicht gut. Und das ist ja, glaube ich, gerade der Knackpunkt, also dass wir es eben bei der algorithmusbasierten Informationsbeschaffung eben eine Mittelstufe haben. Es ist irgendetwas dazwischen und wir wissen im Moment noch nicht, wie gehen wir damit um. Wenn es ganz klar Journalismus wäre, im Sinne auch des Presserechts, dann würde ich da eine presserechtliche Verantwortung statuieren und dann könnte man sozusagen bestehende Regulierungsmechanismen einfach übertragen. Das können wir aber nur im Moment sehr schwer. Und das ist, glaube ich, auch der Punkt, warum wir immer wieder zu diesem Punkt auch zurückkommen. Vorhin hatten wir ja sozusagen die Informationen hier aus dem Raum. Menschen sprechen schon wieder über Eco-Chambers und Ähnliches, aber das ist gerade die Debatte, die uns tatsächlich in der Fläche interessiert. Also auch wenn es jetzt schon über Jahre tatsächlich immer wiederkehrend dieses Thema ist, das ist aber etwas, was wir noch nicht richtig gegriffen haben und zumindest regulativ auch noch kein Mechanismus, wie wir diesen Bedarf an einer Problemlösung, der im Moment, glaube ich, schon wirklich im Raum steht, wie wir dem gerecht werden können. Aber als Unterscheidung zumindest, also bei der Berliner Zeitung weiß ich eben, es ist die Berliner Zeitung, da ist ein bestimmter Mechanismus dahinter, vielleicht kenne ich sogar die Redakteure mit Namen und kann die auch in irgendeiner Form einordnen. Und wenn es Namensartikel sind, dann weiß ich auch, ja, der tickt sowieso immer ein bisschen in die Richtung. Beim Algorithmus weiß ich das eben nicht. Ne? So,
So, Marco Maas, jetzt sind wir aber wirklich gespannt. Also es gibt eine exklusive Geheiminfo und und da ist eine Sperrfrist drauf, ne? Also bitte jetzt ohne Scheiß, bitte nicht twittern. Die Pressemitteilung geht erst am Freitag oder sowas raus. Freitag an die Agentur und Montag wird es veröffentlicht. Ja. Also bitte jetzt wirklich nicht twittern. Das ist wirklich total exklusiv für uns, was er uns jetzt verrät. Und zwar? Also wir beschäftigen uns jetzt mit einer Förderung durch Google mit einer Plattform, wo wir versuchen von sehr vielen verschiedenen journalistischen Partnern, da haben wir sehr viele namhafte dabei, also vom Spiegel über die Tagesschau bis hin zu diversen regionalen Partnern, Deutsche Welle, dpa und so weiter, dass wir die Nachrichteninhalte und die Meldung von denen bekommen, um sie dann kontextbasiert zum Nutzer auszuspielen. Kontextbasiert heißt, wir gucken, fährt dieser Mensch gerade Fahrrad, ist er gerade zu Fuß unterwegs anhand des Handys, wie lange ist er noch zu Hause, wie lange braucht er auf dem Weg zur Arbeit, um ein passendes Medienportfolio zusammenzustellen, sodass wir sagen können, du hast am Tag 15 Minuten oder 10 Minuten Medienzeit und in diese 10 Minuten Medienzeit wollen wir dir von folgenden Partnern folgende Inhalte anbieten. Und da werden wir die nächsten 2 Jahre dran forschen und die erste App, die wir veröffentlichen, wird in einer geschlossenen Beta sein, wie sich das gehört. Und die ersten tapferen 1000 Nutzer, so nennen wir sie, werden von uns relativ, da werden wir wahrscheinlich gleich noch drauf kommen, radikal überwacht werden, um dann aber zu lernen, wie wir das Ganze zurückfahren können. Weil ich stelle fest, in Diskussionen mit ganz vielen Verlagen, wir können zwar inzwischen auf der eigenen Seite relativ genau verstehen, wie lange sind die Leute drauf, bis wohin lesen sie, wo sind die Abbruchraten und so weiter, aber es gibt noch nicht dieses übergreifende Ding, das ich auch von verschiedenen Medien das sehe. Wir haben ein Facebook, hatten Sie vorhin gesagt. Facebook weiß das ziemlich genau. Mit Instant Articles haben Sie auch ein Werkzeug, mit dem ich einen Artikel innerhalb des Netzwerkes publizieren kann und der Leser sieht ihn total schnell und ich kann dann aber auch wieder noch mehr Informationen über den kriegen. Aber für das Journalistische fehlt uns das. Und ich merke bei den Verlagen, dass die alle nach Zahlen gieren und nach Erkenntnis gehen, wie werden Medien eigentlich genutzt, wie kommen Inhalte bei den Nutzern an und was lesen die Leute, was lassen sie aus? Wenn ich jemanden frage, wofür interessierst du dich, sagt er im Regelfall Politik, aber wenn ich ihn bei seinem Leseverhalten dann wirklich analysiere, wenn ich ihm politische Nachrichten gebe, kann es sein, dass er über die Überschrift liest und dann ganz schnell runter scrollt, also ohne wirklich was zu machen. Und all diese Themenaspekte wollen wir zusammen mit einem relativ großen Publisher-Netzwerk, was auch größer werden wird in der zweiten und dritten und vierten Welle, analysieren und eben gucken, also sehr, sehr mit Weltherrschaftsgedanken könnte ich sagen, wir wollen sowas wie ein Nachrichten-Facebook, also nur für Nachrichten schaffen, um dann aber mit den Publishern zusammen zu verstehen, was wollen die Leute eigentlich, wie wollen es die Leute, wann wollen es die Leute. Und wie lange, oder? Und wie lange wollen es die Leute, genau. Und dieser Algorithmus heißt, oder diese Anwendung heißt? Ja, ach so, danke, ja, habe ich auch gesagt, xminutes. Gibt auch schon eine Website, xminutes.net, wo wir das Projekt dann auch begleiten und mit den Publishern zusammen dann immer wieder auch Neuigkeiten raushauen und erzählen, was wir gelernt haben in der vergangenen Zeit. Okay, und wenn ich jetzt da mitmachen möchte in der Closed Beta, dann kann ich dir meine E-Mail-Adresse geben und dann bin ich dabei. Exakt, genau. Das heißt, alle können sich gerne später noch an Marco Maas wenden und da mitmachen, wenn sie Lust haben. Jetzt würde ich ganz gerne mal von Ihnen wissen, Sie sind ja auch Datenjournalist. Wir halten uns ja an den Pressekodex, wir Journalisten. Wie sehen Sie das? Braucht der Algorithmus auch einen Pressekodex? Ich glaube, also das Problem, was ich, also der Pressekodex sagt ja, ich gucke drauf, was weiß ich, dass ich jetzt hier keine Toten fotografiere und diese ganzen Geschichten, die wir alle früher gelernt haben. Ich rede mich momentan noch so ein bisschen damit raus, dass ich diese Verantwortung an die Publishing-Partner übergebe und einfach sage, ich nehme die Inhalte, die schon so abgedeckt sind. Ich weiß nicht, ob wir irgendwann an die Rolle kommen, dass ein Algorithmus auch diesen Teil, also dass irgendjemand einen Artikel schreibt, sei es ein Mensch oder ein Algorithmus, und ein zweiter Algorithmus oder Mensch überprüft dann, ob das jetzt wirklich dem Pressekodex gehört. Also ob diese Aufgabe wirklich automatisiert werden kann in absehbarer Zeit, würde ich erstmal bezweifeln, weil ich glaube, das wird sehr schwer. Aber wenn, dann ja. Also muss es weiterhin Redakteure geben, die das einordnen und freigeben? Ich glaube, dass das Sichten und nicht mehr das Gewichten, aber das Sichten und die Freigabe, da denke ich schon, werden wir noch eine ganze Weile echte Menschen mit beschäftigen.
der Stelle, das müssen wir jetzt erstmal ein bisschen auseinanderdröseln. Weil ich würde jetzt erstmal anfangen darüber, also wenn es um Datenjournalismus geht, da hat der Datenjournalist natürlich auch eine ethische Verantwortung, zum Beispiel in Bezug auf die Frage und auch rechtliche Fragestellung, die es zu berücksichtigen gibt, welche Datengrundlage, also welche Daten benutzt er eigentlich auf welcher Grundlage. Also das ist jetzt auch gar keine rasend neue Entwicklung, ist jetzt nicht unbedingt eine, die mit Algorithmen zu tun hat oder jedenfalls nicht in erster Linie, sondern erstmal mit den Datengrundlagen, mit denen Datenjournalismus operiert. Und da haben wir ja einige Geschichten in der jüngsten Vergangenheit gehabt, wo das auch Thema gewesen ist. Stichwort WikiLeaks beispielsweise. Ja? Also welche Daten darf man da eigentlich verwenden? Wo kommen die Daten her? Darf man für Daten Geld bezahlen? Also ähnliche Fragen, die auch ja, im investigativ arbeitenden Journalismus auftauchen, wo es immer um die Frage geht, wie weit darf man jetzt gehen? Also in Bezug auf das öffentliche Erkenntnisinteresse, was hinter einer Geschichte steht. Und das kann sich in Bezug auf Datenjournalismus und die Daten, auf denen er operiert, natürlich in verschiedenen Fällen auch zuspitzen. Ein anderes Themengebiet ist ja der Roboterjournalismus und es soll ja schon Redaktionen geben, in denen zum Beispiel die Sportnachrichten oder die Börsennachrichten gar nicht mehr von Redakteuren geschrieben werden, sondern von Algorithmen im weitesten Sinne. Was bedeutet das eigentlich für unsere Öffentlichkeit? Haben Sie dazu eine Meinung als Forscherin? Ich, ja. Ja, habe ich. Und zwar, also das ist ein Teil, den Sie da ansprechen, der Robot Journalism oder Automated Journalism, Computational Journalism manchmal genannt wird. Also der Bereich, wo Texte automatisch generiert werden. Das passiert übrigens nicht nur im Journalismus, sondern auch beispielsweise bei Geschäftsberichten. Ja? Also überall dort, wo routinemäßig Daten anfallen, die routinemäßig in Textform gegossen werden müssen, ist das eine Möglichkeit, mit sehr strukturierten Daten automatisch Inhalte zu erstellen. Und nicht, ja, also nicht nur von Zufall getrieben ist es, dass das eben im Sportjournalismus passiert und auch in der Finanzberichterstattung, also da, wo es darum geht, oder auch beim Wetter. Also da, wo strukturierte Daten vorliegen, also Daten, über die man auch sagen kann, was für eine Art von Datum ist es, ja, im Sport, wird immer wieder kritisiert, der Sportjournalismus ist so schematisch, ja, und ist eine reine 1:0 Berichterstattung, wie es immer wieder heißt. Wenig Hintergrund, ist so ein gängiger Kritikpunkt. Aber dieses Schematische führt eben dazu, dass man Spielberichte automatisch erstellen kann. Ja, also wenn man die entsprechenden Datengrundlagen hat. Und es wird zum Teil in Redaktionen eingesetzt. Da sind natürlich wieder andere Fragen. Also ist das gekennzeichnet als automatisch erstellter Inhalt? Ja? Hat der Nutzer einen Anspruch darauf zu wissen, das ist ein automatisch erstellter Inhalt, das machen manche Medien. Wahrscheinlich machen das ganz viele aber auch nicht. Das wissen wir nicht so genau. Also das ist ein Bereich, zu dem zwar schon auch geforscht wird, unter anderem in Zürich, bei Herrn Latzer am Lehrstuhl, aber das sind wenige Studien. Und man hat dann natürlich auch das Problem, dass nicht unbedingt alle mit einem darüber reden wollen, weil in Redaktionen zum Teil das Gefühl eben herrscht, ja, das wissen wir jetzt auch noch nicht so genau, wie das bei den Lesern ankommt, dass Teile der Berichterstattung automatisch erstellt sind. Aber das ist bisher noch ein relativ kleiner Bereich. Aber so rasant, wie die Entwicklung geht, muss man eben davon ausgehen, dass das mehr wird. Mhm. Herr Dr. Ritter, Sie können ja sehr gut vielleicht den internationalen Vergleich auch nochmal aufmachen. Wie sehen Sie denn die Lage in Deutschland im Gegensatz zu anderen Ländern? Welche Rolle spielen Algorithmen bei uns im Journalismus? Welche Rolle spielt Social Media als News-Generator im internationalen Vergleich? Naja, ich glaube, dass der ökonomische Druck in Deutschland also auf Journalismus selbstverständlich existiert, aber nicht so stark wie zum Beispiel in den USA. Und dieser ökonomische Druck ist, glaube ich, sehr, sehr wichtig, um die gesamte Situation beurteilen zu können. Weil, ja, okay, man redet über Roboterjournalismus, aber gleichzeitig ist ja quasi jede Art von Inhalt, die jetzt produziert wird, gewissermaßen, ja, nicht Roboterjournalismus, aber ein Stück Inhalt, dessen Geschichte relativ genau bewertet werden kann. Ja? Ein Journalist, der zum Beispiel einen Artikel schreibt, kann relativ genau wissen, ja, okay, wer hat das gelesen, wie viel, wie oft, wo ist das hingegangen, um kurz zu sagen, what works. Ja?
Und was man zum Beispiel jetzt sieht, gerade in den USA, ist, naja, okay, das ist jetzt auch der spezifische Moment der Wahlen, ja, aber dass hier eine bestimmte Art von Content extrem gut funktioniert. Und dass in diesem Content, naja, können Sie jetzt sich vielleicht vorstellen, ja, Memes, Verschwörungstheorien, Beleidigungen, also alles was im Wahlkampf in den USA gerade eine Rolle spielt. Und was man hier sieht, das ist quasi sozusagen noch wirklich so eine Metaebene, ist dieser Kurzschluss zwischen Inhalt und what works. Und da ist einfach der ökonomische Druck extrem wichtiger Punkt, der gerade in der jetzigen Berichterstattung, denke ich, wirklich zu einer Veränderung der Qualität des Journalismus, jetzt nicht Qualität im Sinne von gut besser, aber zumindest des Charakters von Journalismus führt. Ja. Und das ist, glaube ich, wirklich eine Entwicklung, die diese Algorithmusfrage noch wesentlich weiter macht. Ja. Weil es ja nicht nur darum geht, okay, Inhalt, Suchmaschine, Leser, ja, sondern die gesamte Frage, wie Öffentlichkeit funktioniert. Und wenn man hier sieht, naja, okay, eine gewisse Art von Journalismus funktioniert besser als andere. Da kann man sagen, okay, Bildzeitung gibt es auch. Ja. Aber das ist nochmal eine andere Liga. Herr Dr. Fischel, welche Rolle spielt das für Sie, die politische Mitgestaltung der Öffentlichkeit? Also natürlich spielt das immer eine Rolle bei uns, bei unseren Überlegungen, weil wir natürlich möchten, dass wir eine möglichst breite und große Partizipation an der Informationsbildung haben. Gerade solche Prozesse, wie sie eben dargestellt wurden, die gucken wir uns natürlich an, und es ist natürlich dann bedenklich, wenn es ganz einseitig nur in diese Richtung geht. Es kam dann zum Glück dann sozusagen als Nachschlag dann, na gut, Bildzeitung funktioniert auch die klassischen Medien bedienen bestimmte Muster. Wir sprachen vorhin in der Pause über RTL 2 und derjenige, der RTL 2 sieht, der bekommt nicht verpflichtend eine Stunde ARD um 19 Uhr verschrieben. Also es ist für uns sehr wichtig zu lernen, wo da noch der qualitative Unterschied ist. Also ist es noch zielgenauer, ist dadurch sozusagen der Impuls, der davon ausgeht, auch die Meinungsbildung noch viel stärker als bei den Differenzierungsbewegungen, die wir in den klassischen Medien hatten. Das ist ein Punkt, der uns natürlich sehr interessiert, weil das dann auch der Anlass sein würde, hier über Regulierungsmechanismen nachzudenken, abseits sozusagen von der klassischen Argumentation Breitenwirkung etc., weil wir hier tatsächlich über andere Wirkung sprechen, die aber, glaube ich, für die Meinungsbildung, gerade für die politische Meinungsbildung, mindestens genauso relevant sind in Zukunft. Marco Maas, wie muss ich mir das denn ganz genau vorstellen? Wie macht man das, dass man kontextbasiert Nachrichten ausspielt? Wie geht das? Also, viele verschiedene große Baustellen. Die eine ist, dass wir auf Leserseite, auf Nutzerseite über das Gerät, mit dem man konsumiert, also im ersten Fall bei uns das Smartphone, überprüfen, wo liegt es, wie lange wurde es nicht bewegt, wann wurde es das letzte Mal entsperrt und all diese Dinge, die man rauslesen kann, wenn man eine App ist. Das ist schon erschreckend viel. Oder auch, bin ich im WLAN zu Hause, bin ich im WLAN bei der Arbeit. Hören Sie uns auch zu, so wie man das immer mal wieder hört? Ist nein. Ein Video ab, guck mal an. Nein? Und das Schlimme ist, Sie müssen mir das einfach glauben. Also es ist tatsächlich heutzutage ein riesengroßes Problem, dass wir einfach sehr viel glauben müssen, ohne wirklich zu wissen, was da passiert. Aber nein, wir hören nicht zu. Und dann versuchen wir herauszufinden, was wir aus so einer Bewegung machen. Diese Bewegung ist wahrscheinlich Laufen, diese Bewegung wäre Joggen, was für mich dann irgendwie vielleicht einen anderen Medieninhalt bedeuten würde. Oder diese Bewegung ist Fahrradfahren oder jemand bewegt sich auf einer Straße. Ich gucke alle 10 Minuten nach, wo ist der jetzt gerade, mit welchem Funkmast ist er verbunden. Dann kann ich daraus schließen, er ist auf dem Weg zur Arbeit, weil er das jeden Morgen um 7:30 diesen Weg geht. Das alles sind so Dinge, aus denen können wir dann mittelfristig für jeden einzelnen Kontext auf dem Weg zur Arbeit, morgens unter der Dusche und so weiter generieren. Unter der Dusche auch? Naja, unter der Dusche ist eines meiner Ideen, die ich gerne für die Zukunft hätte, wenn ich nämlich nicht nur mein Smartphone, sondern auch mein Smart Home benutzen kann und dann vielleicht über die Luftfeuchtigkeitssensorik, die es bei mir tatsächlich zu Hause gibt, dann gucken kann, okay, Luftfeuchtigkeit wird hoch, deswegen spiele ich das Radioprogramm jetzt ab mit den entsprechenden Meldungen, die für mich spannend sind. Okay, also ich war ja neulich auf einer anderen Veranstaltung, wo man einen Einblick in ihr Zuhause bekommen konnte. Aha. Da war eine Veranstaltung des Blattkritik-Salons, sehr tolle Veranstaltung, wo es um Datenjournalismus ging, und da hat Herr Maas seine Wohnung gezeigt, und zwar seinen Grundriss und die 40 Sensoren, die in seiner Wohnung fest. Vor 2 Jahren, inzwischen sind wir bei 110. Ja, dann müssen Sie mal die Folie aktualisieren.
Nee, erzählen Sie mal bitte, was ist da genau los in Ihrer Woche? Okay, ich habe vor ungefähr 2 Jahren angefangen, mich mit dem ganzen Thema Smart Home zu beschäftigen. Am Anfang aus einer kleinen persönlichen Nerd-Freude an Technologie und habe mir 3 Lampen gekauft, die ich mit meinem Handy an- und ausmachen kann und die ich dimmen kann und wo ich verschiedene Farben reinpacken kann. Dann habe ich gemerkt, wenn die 3 das können, dann finde ich das doof, dass die anderen das nicht können. Und habe das Ganze dann ein bisschen eskalieren lassen und habe noch Bewegungsmelder dazu gepackt, sodass ich jetzt bei mir zu Hause zum Beispiel eigentlich keinen Lichtschalter mehr brauche, weil abhängig von der Tageszeit und der Bewegung kann ich dann sagen, morgens soll das Licht ganz angehen, am Abend nur, wenn es in der Nachtbewegung ist, um 2 nur so minimal Licht, so wie im Flugzeug, sodass man den Weg sicher zur Toilette findet, aber dass man nicht irgendwie von dem Licht angestrahlt wird. Interessanterweise ergeben sich daraus dann Problematiken. Meine Freundin mag mehr weißeres Licht, ich mag mehr gelberes oder orangeres Licht. Das Was heißt, man passiert, kann wenn man wieder gelüftet werden muss? Also CO2-Sensoren würden mir sagen, also zum Beispiel eine Lampe würde rot aufleuchten und sagen, jetzt ist die Luft aber schlecht, mach doch mal das Fenster auf. Hätte ich ein Eigenheim und keine Mietwohnung, wären natürlich die Fenster auch so, dass sie sich dann öffnen würden und dann würde gleichzeitig die Heizung ausgeschaltet werden. Also dieses Szenario geht bei mir, wenn ich manuell die Tür oder das Fenster aufmache, dann würde die Heizung ausgehen. All diese Daten von diesen ganzen Geräten, also ein witziges Gerät, was ich vielleicht noch habe, ist die Bettunterlage, die das Schlafverhalten von 2 Personen unterschiedlich trackt mit 200 Einzelsensoren und einem dann Informationen über das Schlafverhalten geben kann. Das Ganze wird natürlich in irgendeiner Cloud abgespeichert und als, weil es ein amerikanisches Kickstarter-Projekt war, es gab als eines der ersten Stretching Goals, also eines der Ziele, wenn man mehr als 100 Nutzer, die das Projekt unterstützt hat, dann haben sie einen Privacy-Button eingebaut. Welche Nachrichtendiät verordnen Sie sich? Komme ich gleich zu. Und was passiert, wenn man den Privacy-Button auf dem Bett drückt? Also das Nichtvorhandensein von Daten schützt nicht vor dem Fakt, den man eigentlich dadurch verbergen will. Ja, genau. Genau, das ist auch die Aussage. So, also all diese Daten sammle ich und bei uns haben wir das dann so gebaut, dass all diese Datengeräte, die Sensoren, die da Daten einsammeln, durch einen extra Rechner geleitet werden und alles, was an Daten in meiner Wohnung rein und raus geht, können wir analysieren. Das heißt, ich kann bei mir sagen, meine Bettdaten werden auf Amazon gespeichert, meine Kühlschrankdaten werden bei Philips gespeichert, meine Lampendaten bei Samsung und so weiter und so fort. Und das ist so der datenjournalistische Ansatz daran, dass ich vielleicht jetzt schon mir überlegen kann, was sind die Fragen, die wir vielleicht in 5 Jahren, wenn alle Leute sowas haben, stellen können. Weil ich fand zum Beispiel, also es ist eigentlich offensichtlich, aber ich fand es erschreckend, dass man extrem genau vorhersagen kann, wie viele Personen gerade zu Hause sind und welche Dienste sie benutzen und der Telekommunikationsanbieter allein über die Menge des Traffics darüber Aussagen treffen kann. War mir nicht so bewusst, aber das ist eine Sache, die ist sehr, sehr einfach auszulesen. Okay, jetzt wurden ja hier bei der IFA in Berlin kürzlich schon erste Smart-Home-Geräte vorgestellt. Da gab es so Kühlschränke, die ein bisschen in die Richtung gehen, Kaffeemaschinen, die mit einer App gesteuert werden und so weiter und so fort. Sie haben ja jetzt diese ganzen Sensoren selbst bei sich eingebaut. Stichwort Privacy. Gibt es da irgendwelche Bedenken? Jede Menge. Also eine Anekdote, die ich auch gerne erzähle, meine Freundin mag keine Apps und nutzt den ganzen Kram nicht so, sondern für sie musste ich dann so andere Dinge schaffen, also ein spezieller Button, auf den man drückt, um das Licht in der verschiedenen Farbe leuchten zu lassen und sowas, weil sie mit dem Handy das nicht will. Jetzt ist es geschlechtermäßig oftmals der Mann, der bastelt. So, und ich habe festgestellt, ich kann meine Freundin dabei überprüfen, was sie zu Hause macht. Nur weil ich jetzt die Hoheit über die Geräte habe und den Kram installiert habe. Also ein Beispiel, ich habe in meinem Wohnzimmer einen CO2-Sensor, den habe ich mal so trainiert oder so eingebaut, alle Fenster und Türen zugemacht und mir mal angeschaut, wie der CO2-Level steigt, wenn ich alles geschlossen habe. Lineare Kurve. Nächsten Tag war ich im Büro und habe auf die Live-Daten geguckt und habe gesehen, die Kurve ist etwas steiler. Mathematisch kann man jetzt eine Kurvendiskussion machen und darüber rückschließen, wie viele Personen zu Hause sind und der Faktor war 2,6. Also ich hatte bei mir zu Hause 2,6 Leute. Da habe ich meine Freundin angerufen und habe gefragt, wer denn gerade zu Hause ist. Und sie meinte, naja, das ist das kleine 6-jährige Kind mit der Mutter und ich gebe gerade Klavierunterricht. Das ist jetzt eine schöne kleine Geschichte, aber es zeigt natürlich eines der Privacy-Probleme auf. Wenn jetzt jemand eifersüchtig ist und bei mir am
meinem Schlüsselbund ist dann auch noch so ein Tracker, wo man dann, wenn der Tracker in den WLAN-Bereich der Wohnung kommt, kann das irgendwie bestimmte andere Geräte triggern, also Licht anmachen, Heizung aufwärmen und solche Geschichten. Das ist natürlich ein Informationsvorsprung, der mit Gleichberechtigung nichts zu tun hat, wenn der eine Partner sich der Technologie entziehen will, aber der andere nicht. Okay, jetzt hat er uns schon mal ins Jahr 2030 mitgenommen. Was würden Sie sich denn, ich habe Ihnen Ihr Mikro geklaut, Herr Dr. Fischer, bitte das Mikro nehmen. Weil ich nämlich jetzt gerne schon mal nach Fragen laufen möchte, aber ich stelle noch die letzte Frage. Was würden Sie sich von Dr. Fischer wünschen? Soll er Sie kontrollieren? Soll er Sie regulieren? Ich saß neulich bei einer Veranstaltung mit meinem Namensvetter Herrn Maas. Und Herr Maas ging damit gerade mit dem Algorithmen-TÜV schwanger und hat erzählt, dass alle Algorithmen überprüft werden müssen vom Staat und dass das alles reguliert wird und so. Also relativ naiv in der Vorstellung. Und als ich von meiner Wohnung erzählt habe, meinte er, man müsste ja, oder es, die Diskussion, das war nicht sein Vorschlag, aber die Diskussion ging dahin, dass an meiner Wohnung eigentlich ein Warnhinweis sein müsste. Für alle Leute, die in die Wohnung kommen, die müssten wissen, was mit ihren Daten passiert. Also, wie bitte? Sie müssten einwilligen. Ja, genau. Genau, wenn Sie reingehen, stimmen Sie zu, dass ich mit Ihren Daten mache, was ich will. Was ich will. Das Problem ist, ich als, wenn ich jetzt nicht ich wäre als Datenjournalist, der tatsächlich nachguckt, wohin funkt Alexa und das Licht und so weiter, sondern ich bin einfach nur jemand, der ein hübsches blaues Licht haben will, was er rot schalten kann oder an- und ausmachen kann mit App. Woher soll ich denn wissen, was mit meinen Daten passiert und was mit dem nächsten Software-Update passiert? Es ist faktisch einfach nicht möglich. Und die Frage ist, wie soll ich das regulieren? Ich kann die Regeln aufsetzen, aber dann habe ich 3 Geräte von dem einen Hersteller, 2 von dem anderen und der hat seinen Firmensitz in Timbuktu oder sonst irgendwo. Das erfolgt nicht den Regularien der EU. Das heißt, ich müsste Geräte verbieten, die nicht dem deutschen oder europäischen Datenschutz entsprechen. Ich glaube, es ist sehr schwer. Wir müssen eher die Entscheidung als Konsumenten herbeiführen und sagen, dass wir gewisse Dinge nicht wollen und dass wir irgendwie dafür sorgen, dass sie sich auch nicht durchsetzen und es attraktiv machen für den Hersteller, privacy-konforme Geräte herzustellen, die vielleicht nur lokal funken und nicht die Daten in irgendwelche Clouds zu Marktforschungszwecken untersuchbar ablegen. Herr Dr. Fischer, möchten Sie jetzt antworten oder gleich beim Networking? Dann frage ich schon mal weiter. Gleich. Okay. Okay, es gibt zahlreiche Beispiele, die noch beim Networking genannt werden können. Sprechen Sie unsere Experten gerne persönlich an. Wir machen jetzt die Bühne frei für Professor Schulz und Professor Böhmer, die anspruchsvolle Aufgabe haben, das Fazit des Tages zu ziehen. Vielen herzlichen Dank für uns. Zumal es ja auch der Auftakt zu einer intensiven Zusammenarbeit ist zwischen dem Hans-Bredow-Institut und dem Fachbereich Informatik an der Universität Hamburg, weil wir davon überzeugt sind, dass wir hier an einem Punkt sind, der gesellschaftlich, wirtschaftlich, auch aus Sicht der Informatik, sage ich das jetzt mal, sehr relevant ist. Und wo wir uns natürlich auch, das merken wir auch, so ein bisschen rantasten an die Gegenstände, auch die Gegenstände, die aus dem Blickwinkel verschiedener Disziplinen dann auch wirklich zu greifen sind. Fangen wir aber vielleicht mal an mit dem, warum das Ganze eigentlich? Also warum ist das für uns so oben auf im Moment als Thema? Und ich denke, das ist deutlich geworden, dass wir merken, wie immer stärker elektronische Dienste, Apps, Internetdienste und damit natürlich auch Algorithmen in unseren Alltag vordringen. Also wir fangen jetzt mal nicht mit dem Smart Home Beispiel an. Es gibt ja so ein paar wirklich exzessive Smart Home, sage ich mal, an denen man das so als Trendscouts ablesen kann. Aber möglicherweise haben einige von Ihnen den Weg nur hierher gefunden, weil Google Maps Ihnen geholfen hat oder die Fahrplanauskunft der Berliner Verkehrsbetriebe, weil Sie nochmal schnell im Internet nach der Veranstaltung gesucht haben. Und an diesen vielen kleinen Stellen merken wir, wie alltagsrelevant, glaube ich, Algorithmen, deren Priorisierung, deren Entscheidung für uns geworden sind. Immer mehr drängen die sich sozusagen nicht nur zwischen Mensch und Maschine, sondern auch zwischen Mensch und Mensch, also in den sozialen Netzwerken gut sehbar. Und mit dem gleichzeitigen Zunehmen von Daten, die wir haben. Ja, wir haben ja viel über unsere Geräte gelernt, aber wir lernen noch zunehmend mehr über das Internet der Dinge, was jetzt sozusagen in öffentlichen Infrastrukturen oder auch im Privatumfeld Verbreitung findet, kann man am Ende sozusagen schon die Frage stellen, sind wir überhaupt noch eine Gesellschaft, die nicht wissen kann? Also, oder andersrum gefragt, weißt du nicht immer eigentlich faktisch alles und wir müssen sozusagen gucken, wie wir dann auch mit den Daten so fair umgehen, dass wir hinterher auch zu
tragfähigen Entscheidungen, tragfähigen Ergebnissen für alle Beteiligten kommen. Und damit sind wir natürlich im großen Spielfeld der Politik, Wolfgang, oder? Ja, definitiv. Und wenn wir mal auf die strukturellen Effekte schauen, du hast eben das Thema individuelle Nutzung angesprochen, dann haben wir da, und das wurde heute, glaube ich, in beiden Diskussionen relativ deutlich, zum Teil wirklich fundamentale Transformationen, die wir beobachten können. Ich will mal nur vier nennen. Die erste ist Veränderung von Identitätskonstruktion. Als was ich erscheine, wenn entschieden wird über etwas, ob ich einen Kredit bekomme, ob hier die Ampel rot geschaltet wird, ob ich ein Visum erhalte und so weiter, das hängt auch sehr stark davon ab, wie die Datengrundlagen sind und wie die Algorithmen damit umgehen. Die Frage, falle ich in eine Kategorie, werde ich hier als Mann oder Frau eingeordnet, werde ich hier einer bestimmten Gruppe zugeordnet oder für bestimmte Fälle vielleicht das Ideal, hat das System alle Informationen, die mich so individualisieren, dass ich sozusagen genau das bekomme, was für mich passt. Also da ist eine ganze Bandbreite möglich bei dem Thema Identitätskonstruktion. Der zweite Punkt, auch angesprochen, ist das Thema Wissensbasis für Entscheidungen, die konstruiert wird. Das war bei dem Policing der Fall und bei anderen Dingen. Auf welcher Grundlage entscheiden wir eigentlich, wie regional, individuell, differenziert soll das eigentlich sein und welche sozialen Folgen hat das, ob ich hier auf der einen Wissensbasis oder auf der anderen Wissensbasis entscheide. Da haben ganz offensichtlich, da haben wir viele Beispiele gesehen, Algorithmen, die Daten auswerten, einen ganz entscheidenden Einfluss darauf, wie das konstruiert wird. Der dritte Bereich wurde eben auch nochmal deutlich, das Thema Machtverschiebung. Es ist in der Tat so, dass wir beobachten können, dass bestimmte Entscheidungen vorbereitet werden, vielleicht sogar ausgeführt werden von Akteuren, die darüber früher nicht entschieden haben. Es ist dementsprechend etwas, was wir im juristischen Bereich auch als Private Ordering diskutieren. Also hier gestalten private Unternehmen Ordnungen, die Auswirkungen auf alle haben. Also das Thema Machtverschiebung spielt hier eine Rolle, auch diese Frage Manipulationsmöglichkeiten, was eben in der Nachfrage nochmal deutlich wurde, hat ja auch etwas damit zu tun. Dann am ganz konkreten Beispiel Meinungsmacht, also das, was die Bund-Länder-Kommission, wie Herr Püschel ausführte, auch thematisiert hat. Und damit sehr eng verbunden, vierter Punkt, der mich als Juristen natürlich sehr stark interessiert, welche normativen Verschiebungen hat das eigentlich zur Folge? Ist unser Anspruch, dass irgendetwas nach den Regeln des Rechtsstaates passiert, dass es eine gewisse Art von Transparenz und Rechtfertigung gibt, ist das für privat organisierte algorithmische Entscheidungen eigentlich auch anwendbar? Damit sprechen wir über so fundamentale Dinge wie, was ist eigentlich eine öffentliche Angelegenheit heutzutage? Also was ist private Unternehmensangelegenheit, was ist eine öffentliche Angelegenheit, wo wir eigentlich die Erwartung haben, dass wir da kollektiv darüber entscheiden, dass bestimmte Mechanismen eine Rolle spielen. Also das nochmal aus der Richtung des meiner Perspektive, das Warum. Und das leitet über darauf, auf das Was, was wir hier diskutiert haben, was sind eigentlich Mechanismen, darauf zu reagieren. Und da haben wir auch, glaube ich, in der heutigen Diskussion schon eine ganze Menge gehört. Ich sprach eben über die Frage Rechtsstaatsprinzipien, Transparenz. Darüber haben wir gesprochen, wir haben den Transparenzbegriff sehr kritisch gewendet heute in der Diskussion. Vielleicht ist so etwas wie Durchschaubarkeit ein ganz guter Begriff, also dass man sagt, es deutet nicht unbedingt Transparenz, jetzt muss hier der Algorithmus offengelegt werden. Da haben wir gehört, A, bringt das möglicherweise gar nichts, was soll die Nutzerin, der Nutzer jetzt mit diesem Haufen von 1 und 0 anfangen, wissen die denn wirklich mehr? Und zum anderen sind die Vorteile, die bestimmte algorithmische Dienste bieten, dann auf einmal weg möglicherweise, wenn Leute den Algorithmus gamen können, ihn nach seinen Möglichkeiten manipulieren können, wenn das offengelegt wurde. Was wir aber möglicherweise verlangen ist, dass wir wissen, nach welchen Prinzipien das eigentlich organisiert ist, dass wir überhaupt wissen, ob hier Algorithmen eine Rolle spielen bei der Entscheidung oder eben nicht. Das heißt also, im Vorfeld dieses, hier muss aber der Code, der Source Code offengelegt werden, gibt es eine ganze Menge andere Dinge, die die Durchschaubarkeit des Systems betreffen. Und ich glaube, das leitet nochmal ganz gut über. Aus Informatik-Sicht sind ja vor allen Dingen auch Gestaltungsfragen interessant. Also das ist ja auch eine Wissenschaft, die sich der Gestaltung komplexer Systeme verschrieben hat. Und
hier passiert ja eigentlich erstmal was grundlegend Interessantes, auch für die Informatikerinnen und Informatiker. Das ist in dem Beispiel von dem ja noch ganz streng geheimen digitalen Dienst von Heiko Maas so schön deutlich. Eigentlich würden wir ja gerne ganz viel beobachten, was Nutzer so tun. Weil wenn wir das könnten, könnten wir ja viel besser Dinge liefern, die Nutzerinnen und Nutzer wirklich nutzen. Und man glaubt gar nicht, wie viele Köpfe man sich traditionell über diese vermeintlich einfache Frage zerbrochen hat. Also wenn wir so in meiner Welt in die klassischen Unternehmen reinschauen, wie die mit ihrer Informationstechnologie umgehen, dann werden dann lange Pläne geschrieben, was man dann so in einem Jahr da machen wird. Dann wird die Software geschrieben, dann kriegen die Nutzer das am Ende zu Gesicht und ob sie das nutzen oder nicht. Und ob das am Ende auch noch Nutzen stiftet, bleibt dann meistens offen. Und hier in der digitalen Welt kommen die Dinge viel enger zusammen. Die Entwickler solcher digitalen Dienste können auf einmal sehen, was sie quasi bewirken und sich daran auch davon leiten lassen. Und wir merken auch viel stärker die klassische Trennung von Softwareentwicklung und dann später den Daten, die dazukommen, wird auch durchbrochen, weil wir das auch integriert sehen. Und dadurch entstehen hoffentlich und eigentlich, glaube ich, auch beobachtbar einfacher zu nutzende, besser kontextualisierte Dienste. Und gleichzeitig wissen wir alle, dass sozusagen die Idee, dass jede App ganz viel Daten über mein Verhalten sammelt und irgendwo ablegt und irgendjemandem zugänglich macht, unglaublich viele Fragen aufwirft, die sofort auch die Akzeptanzfrage aufwirft. Wem traue ich das denn zu? Oder wem erlaube ich das denn? Und natürlich sind wir in Wahrheit im Moment völlig apathisch, was Datenschutzfragen dieser Art angeht. Wir klicken ja immer brav auf Ja und nutzen dann trotzdem, egal wie viel sozusagen Second Thoughts wir an anderer Stelle sonst haben mögen. Aber mit zunehmender Problematisierung in den Medien, mit zunehmender auch, sag ich mal, Zwischenfällen, die passieren, dass Nutzerdaten abhanden kommen, von Hackern sozusagen entwendet werden und mit zunehmender auch Erkennung von sozusagen möglichen missbräuchlichen Verhalten wird natürlich die Akzeptanz eine ganz wichtige Frage sein. Und deswegen müssen wir an besseren Mechanismen arbeiten, die sozusagen diese Beobachtbarkeit vielleicht auch Stakeholdern außen öffnet und sagen kann, auch andere können nachvollziehen, was die Systeme mit diesen Daten ein Stück weit tun und zu welchen Ergebnissen sie kommen und das auch kritisch hinterfragen und überprüfen. Und das bringt uns natürlich sofort eigentlich zu der Frage, wie kann denn das geschehen, wie kommen wir denn zu solchen Mechanismen? Und ich glaube, da ist so unsere Überlegung, dass wir schon sehen, dass wir das auch nur interdisziplinär lösen können. Deswegen sitzen wir hier auch in einem gewissen Verbund zusammen, auch wenn hier nur zwei Wissenschaftsdisziplinen vertreten sind, das sind natürlich die Medienwissenschaften und die Philosophen und die Ethiker genauso gefragt wie die Juristen und die Informatiker, jeweils auch männlich und weiblich. Und insofern, glaube ich, ist das eigentlich erstmal ein sehr spannendes Feld, gleichzeitig natürlich mit allen Schwierigkeiten verbunden, wenn man so mit so vielen verschiedenen Disziplinen vermeintlich auf das Gleiche guckt und versucht, dafür geeignete Begriffe zu finden. Aber da stehen wir, glaube ich, auf einem ganz guten Weg und kommen da auch voran. Und ich glaube, damit können wir auch für unterschiedliche Zielgruppen aus solchen Kooperationen gute Ergebnisse liefern. Eine davon ist natürlich auch wieder die Politik und die Gestaltung sozusagen regulativer Prozesse. Ja, da fand ich heute interessant bei den beiden Panels etwas gegensätzliche Signale. Auf der einen Seite, das Recht soll es richten. Es kann nur das Recht richten. Selbstregulierung und anderes funktioniert nicht. Auf der anderen Seite eher die Gegenthese. Und zu sagen, man muss eigentlich eher auf Marktmechanismen und die Nachfrage und den Nutzer bauen, der da eben auch ein ganz wichtiger Stakeholder ist, wenn man so möchte. Was, glaube ich, bedeutsam ist, ist, dass die Akteure in dem rechtlich-politischen Feld bereit sind, sich auf die Lernübung einzulassen, mit was sie es da zu tun haben, wenn es um die Gestaltung algorithmischer Entscheidungsprozesse geht. Da würde ich sagen, stehen wir nicht vollständig am Anfang. Wenn man sich die Dokumente nochmal Bund-Länder-Kommission ansieht, da gibt es sehr abgewogene Überlegungen dazu, wie man mit Algorithmen, Transparenz, Diskriminierung umgeht. Ich will noch eine andere Initiative erwähnen. Beim Europarat gibt es ein Komitee, das sich mit der Frage von algorithmischen Entscheiden und Intermediären auseinandersetzt und die für die Mitgliedstaaten Empfehlungen für die Rechtsetzung in diesem Bereich machen möchte. Und erfreulicherweise ist es eine Vertreterin des Europarats und auch der Rapporteur, der dafür zuständig ist, heute hier. Und insofern, glaube ich, sind neue Mechanismen erkennbar, die hier eine kognitive Kopplung sozusagen dieser Gesetzgebungsprozesse und anderer Aktivitäten ermöglichen. Also das vielleicht zu diesem Bereich, aber das ist nicht einfach und wir werden es hier mit einem Phänomen zu tun haben, das uns als Juristen sehr stark im Augenblick ohnehin beschäftigt, nämlich
Innovation und Recht und Entscheiden unter Ungewissheit und Recht. Also wie kann man eigentlich in der Phase, in der wir noch nicht alles wissen, trotzdem Lösungen zur Verfügung stellen, die sowohl Bürgerinnen und Bürger schützen, als auch Innovationen in diesem Bereich nicht unnötig behindern. Da sind wir natürlich auch genau in dem Punkt, der für viele Unternehmen oder andere Organisationen an dieser Stelle total relevant ist, nämlich wie man eben diese Methoden datengetriebenen entwickelt, wie wir sie eben beschrieben haben, auch für sich nutzbar macht. Das ist erstmal für viele interne große Umstellungen, aber bedeutet natürlich auch viel Anfragen bezüglich Transparenz oder Beobachtbarkeit gegenüber ihren Endnutzern, Endkunden. Und da, glaube ich, braucht es auch einen guten Zusammenschluss. Wir haben das heute Morgen im Workshop nochmal diskutiert, so, wenn man da vorankommen will, kann man ja entweder sehr traditionell oder vielleicht auch ein bisschen innovativer agil vorgehen. Traditionell funktioniert ja interdisziplinäre Zusammenarbeit so, Hannes Federath erfindet in der Grundlagenforschung einen schlauen Algorithmus, der fließt dann irgendwann mal in irgendwelche Produkte ein, die zu irgendwelchen gesellschaftlichen Folgen kommen. Dann gucken Sozialwissenschaftler, manchmal auch Juristen schon drauf. Und 10 Jahre später haben wir sozusagen verstanden, was die Konsequenzen davon sind und welche regulativen und ökonomischen Antworten das erfordert. Und wir würden gerne in einen, ja, in der Informatik heißt es mittlerweile Mode 2 mal übergehen, wo wir in einen direkten Co-Design-Prozess eintreten und versuchen auch da in einem interdisziplinären CD-Team an ausgewählten Punkten und Beobachtbarkeit, könnte so einer sein, wirklich mal alle Fachdisziplinen zusammenzubringen und gleich über Lösungen nachzudenken. Damit können wir natürlich nicht gleich die Weltformel erfinden, aber glaube ich an einer Stelle sehr viel schneller auf die neuralgischen Punkte kommen und sehr viel schneller am Ergebnistyp verständigen, worüber wir wirklich Abstimmung brauchen und wie wir die verschiedenen Fachexpertisen auch sinnvoll aufeinander beziehen können. Insofern, das ist angelegt in einem neuen Forschungsschwerpunkt, den wir auch gemeinsam voranbringen wollen, den der Fachbereich Informatik auch in Zusammenarbeit mit Partnern wie dem Hans-Bredow-Institut auf den Weg gebracht hat. Den haben wir mal Information Governance Technologies genannt, weil es sozusagen um die Gestaltung von Verantwortungsrechten und Pflichten auch durch technische Methoden und Hilfsmittel und Mechanismen geht und der eben diesen interdisziplinären Angang erfordert. Und dafür war das heute auch für uns so ein gewisser Auftakt. Wir danken, glaube ich, beide erstmal Ihnen im Publikum, dass Sie wirklich mit Ihrer auch hier Anwesenheit dokumentieren, dass das ein Thema ist, was vielen unter den Nägeln brennt. Wir danken vor allen Dingen allen Panelisten, die uns auch Einblick gegeben haben in die verschiedenen Facetten dieses Themas. Man merkt, das ist auch ein durchaus noch weites Feld an einigen Stellen, das sicherlich auch im Diskurs weiter geklärt werden muss. Danke für die spannenden Beispiele, für das Engagement in der Diskussion. Danke nochmal für die klasse Moderation, sozusagen, die auch immer wieder alle zurückgeholt hat, wenn es zu viel Fachchinesisch wurde. Und nicht zuletzt möchten wir beide, insbesondere Lies van Rüssel, nochmal besonders danken, die im Hans-Bredow-Institut diese Veranstaltung in herausragender Art und Weise kompetent vorbereitet hat und uns einen, glaube ich, sehr inspirierenden Tag beschert hat. Und damit Sie jetzt nicht... sozusagen jetzt aber vielleicht noch nicht ganz auseinandergehen müssen, gibt es jetzt die Möglichkeit eines völlig analogen sozusagen Algorithmen-Mixers. Sprich, wir können alle nochmal uns unten versammeln und mit und ohne Hashtag auf dem Schild nochmal über das Thema weiter ins Gespräch kommen. Wir laden Sie herzlich dazu ein, bleiben Sie noch einen Moment hier und bleiben Sie im Gespräch dazu. Vielen Dank und auf Wiedersehen.